Sagen und Legenden um einen Turm und den jungen König Erik Menved. Christian Schröder war in Helsingborg auf Spurensuche. Die Archäologin Jenny Fried kann dabei vieles erklären. Der König hatte in Dänemark viele Feinde. Wie konnte König Erik sich dann noch an der Macht halten? Han löste det problemet genom att hyra in legoknektar, helt enkelt. Mit ausländischen Söldnertruppen, die ihn neben seinen teuren Banketten und Turnieren sehr viel Geld kosteten. Erik VI. Liebte ritterliche Turniere. Eines der prächtigsten Feste Eriks fand 1311 bei Rostock statt. Es war eine Präsentation seiner höfisch-feudalen Lebensart. Bedeutende Dichter wie Heinrich Frauenlob waren eingeladen, um das Ereignis zu besingen. Wein, Met und Bier flossen wochenlang im Überfluss auf Kosten des Königs. Bereits schon vor dem Fest kam es zum Eklat. Mein König, Rostock verbietet uns, die Stadt zu betreten, um das Turnier auszurichten. Was? Rostock verbietet uns? Dann lassen wir das Turnier hier stattfinden! Das sollen uns die Rostocker noch mal büßen! Was sitzt ihr hier rum und haltet Maul auf den Pfeil? Wir fressen und saufen? Los! An die Arbeit, ich will euch kämpfen sehen! Aber hurtig! Speist das Gesinde nur! Los, kommt, wir schauen uns an! Prunkvolle Turniere und ausladende Feste einerseits. Viele kostspielige Kriege und Konflikte andererseits. Eine wirtschaftliche Schieflage bahnt sich an. Der Schwur des Kernan. Hüte dich vor seinem Bann.